Er ist der neue Stolz der Deutschen Bahn, der ICE 3 Neo. Der Konzern setzt große Hoffnungen auf sein neues Zugpferd. Unter anderem durch mehr Komfort sollen sich die Fahrgastzahlen in den kommenden 8 Jahren verdoppeln. Ein Wunsch, den Bundesverkehrsminister Volker Wissing teilt. Bahnfahren muss Spaß machen. Deswegen ist es wichtig, dass die Bahn pünktlich ist, dass vor allen Dingen ein gutes Angebot zur Verfügung gestellt wird. Zuverlässigkeit spielt eine große Rolle. Und natürlich muss auch die Mobilfunkversorgung im Zug funktionieren. Auch hier ist der ICE 3 Neo ein Meilenstein, denn in diesem Zug kann man besser telefonieren, weil die Scheiben die Mobilfunkverbindung nicht abschirmen, wie bei den bisherigen Zügen. Weitere Neuerungen sind 8 Fahrradstellplätze pro ICE sowie mehr Stauraum für Gepäck. Das Kleinkindabteil wurde neu gestaltet. Außerdem gibt es einen Familienbereich. Auch bei Strecken über Deutschlands Grenzen hinaus kann der neue ICE punkten. Er ist kompatibel für die Anforderungen im europäischen Netz. Damit leisten wir auch einen Beitrag, um europaweit klimafreundlich mobil zu sein. Ab Herbst soll der ICE 3 Neo die bisherige Flotte ergänzen, zunächst mit 30 Zügen. Sie sollen zwischen Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland zum Einsatz kommen, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 320 km/h.